letzte Folge war ja ein ziemlicher Reinfall. Ja, willkommen zurück zu Fallout 4. Und ich habe auch, ihr habt euch bestimmt auch letzte Folge gedacht, Mensch, da ist doch der Safe. Warum sieht er denn den Safe nicht? Und da ist auch noch was. Ja, wahrscheinlich haben mich die Supermutanten da nebenan verwirrt. Das sammeln wir mal alles ein hier. Ach, das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen, aber egal. So, und jetzt kümmern wir uns mal um die Arschgeigen da. Und vielleicht mal hier rechts lang. Stopp. Ohren mir wieder spielen Streich. Ja, glaube ich auch. Hier rum? So. Wo sind sie denn? Hallo? Ach, von da kommen wir. So. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch da gerade gesehen. Da. Na toll. Wo? Wo ist er denn? So. Da oben. Nein! Da ist schon wieder einer. Der geht doch. Der wechselt doch die Seite, oder? Meine Fresse. Kann der jetzt mal sterben? Der riecht mir auf mit seinem Raketenwerfer. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Der Atombomber ist weg. Aha. So. Sag ich ständig so. Aber die... So, ich bin jetzt von hinten. Da schaut's genauso aus wie vorne. Ach, jetzt check ich das. Was haben wir denn da? Ach, das ist der Zerfetzte. Oh, wie bitte? Der ist ja immer noch da. Mann. Ey. Versuchen wir es nochmal von der Seite. Jetzt kommen auch noch irgendwelche Raider dazu. Mann. So. So hier. Mag ich gar nicht. So, wo ist er denn? Da. Ey. Hörst du jetzt auf mit deinem blöden Raketenwerfer hier, um dich zu schießen? Mistviech. So. Immer noch nicht. Drecksteil. Huh. Huh, Baby, huh, Baby, huh, Baby, huh. Nicht hängen bleiben. War das der Dogmeat oder ist das auch schon wieder ein Supermutant? Supermutant. So, gib mir deine Raketen. Einen Raketenwerfer haben wir schon. Ja. Munition haben sie natürlich nicht dabei. Boah. Schnell, mächtig, Scharfschützengewehr. Nehmen wir mal mit. Könnte ja sein, dass es besser ist. Und hier? Ich will jetzt Raketen haben. Wenn du schon so viele hier um dich geschossen hast. Naja. Gut. Dann halt nicht. Dann halt nicht, du blöder, blöder, blöder Supermutant, du. So, dann haben wir noch ein Fleisch. Dürfen wir auch nicht nehmen. Müll. Bei dir waren wir schon. Da hinten war noch einer. Nee, auch nicht. Ja, aber jetzt mal rein hier. Funeral Hall.
ob da wohl auch noch welche drin sind? Oh. Geräusch? Geräusch? Ihr regt mich auf. So, wo ist er? Was? Wer da sein? Wohl nichts gewesen. Das Geräusch da. Was das sein? Was das? Da hinten ist einer. Zeit zum Sterben. Wow, was? War da gleich ums Eck? Ah, nein, nein, nein. Wo? Wo war es da? Nichts gewesen. Wo ist er denn? Da unten. Ach, der... Wow. Das ist eine blöde Position hier. Ah. Mal hier vielleicht. Zeitalter von Menschen. So, den haben wir. Muss ich bestimmt gleich wieder nachladen. Sag mal. Noch einer. Boah, legendärer Gegner mutiert. Puh. Boah, Alter. Das ist ein Drecksviech. Was haben wir denn da noch? Da man. Das könnte vielleicht auf die Nähe ein bisschen mehr bringen. Wo ist er denn hin? Hallo? Wo bist du? Ey, wo ist denn jetzt hin? Ja, du! Wo ist er denn hin? Da! Na? Der hat auch Angst. Ich dein Fleisch fressen. Nein, nicht nachladen! Eieieiei. Oh. Blutbefleckt Zeder-Baseballschläger. 28, langsam. Ah, nehmen wir trotzdem mit, aber ist eigentlich scheiße. Todeskrallenfleisch, cool. Ihr Menschen unterschaffen. Jetzt ihr Leid für eure Überheblichkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind die Knarren gar nicht mehr so gut, weil die ziemlich hoch im Level sind. Na, das jetzt killen wir erstmal alle. Raus hier. Das können wir immer noch erforschen, wenn es soweit ist. Du machst keinen Alarm? Da ist noch ein Aggressor dran. Ah, Einsteiger. So. Bean. Send wäre dann weg. Lost. Machen wir Bean, null Treffer. Also, kann es schon mal das hier nicht sein? Food vielleicht? Zwei Treffer. Dann ist es gut. Cool. Haha. Protektor und Streuerung. Persönlichkeitsmodus auswählen. Und zwar Rechtsvollzug. Und weiter. Ja, zurück. Und Einheiten aktivieren. So, gut. Ja, so, komm, geht rein da. Jetzt schauen wir mal, ob die ein bisschen hier was reißen können. Rennstreckenwerbung. Der Oktoberklassiker. Sonntag, 31. Oktober im Easy City Downs. Präsentiert von Kaufhaus Fallens in Zusammenarbeit mit dem Jockey Club Boston. Drei Weltklasse-Rennen. Preisgelder von insgesamt $450.000. Boah, geil. Mit Geld, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Was? Ach so, jetzt habe ich was anderes gelesen. Ach, ihr bleibt nur hier unten, oder was?
Die hätte ich vorher einschalten sollen. Aha. Kommt jetzt mal runter. Die laufen echt nur hier unten rum. Das ist ja langweilig. Komm her. Wo ist er denn? Supermutant? Da ist er. So, kommt. Kommt hier runter. Der kommt halt jetzt her. Mach die Tür auf. So, komm raus. Kommt. Hier runter komm. Komm, Gucci-Gu. Die sind so schlau, um da runter zu kommen. Ja, dann erledige ich euch halt so. Was soll's? Oder kommen die auch hierher? So. Da oben ist noch einer. Umbringen. Sie alle umbringen. So, den da noch. Na? Steht irgendwie scheiße da. Haben wir es jetzt endlich? Da ist noch einer. Der muss irgendwo ein Nest sein. Aber wo? Vault-Tec Lunchbox? Bitte! So, wo ist der? Dogmeat? Ah. Elektromagnetische Kartusche. Das riecht doch nach einer neuen Waffe. Da oben. Fleischzerglies. Puh. Komm näher, Mensch. Was? Wow, was? Was war denn das? Ja, gut. Du sterben. Radkakerlackenfleisch. Wow. Eieieiei. Ich sei ein Superman und unaufhaltsam. Ja. Hat doch Angst bekommen. Aufzug. Ich deine Beine fressen, wenn du tot bist. Komm, trau dich. Wieder einer. Hört denn das auch mal auf hier?
nicht du sein. Ich probiere jetzt mal hier in den Aufzug reinzugehen und hochzufahren. Einfach mal Interesse halber. Haha. So. Ach, da hätten wir auch lang gehen können. Wo war denn jetzt der blöde Eingang? Dogmeat! Da oben. Wow. Falle. Boah, was? Boah, Alter, was ist das für eine krasse Knarre, wo der hat? Leiden, leiden und bluten. So, noch einen kleinen Flausch hier. Ah, gleich daneben geschossen. So. Oh. Leben und Lieben. Begleiter erhalten dauerhaft plus 10% plus 10 Gesundheit. Hast du gehört? Dogmeat. Du hast mehr Gesundheit. So, endlich. Superhammer. Superhammer. Können wir nicht nehmen. Rückstoß gedämpft überladen. Was ist denn mit dem Superhammer? Ist das gar keine Waffe oder was? Superhammer? Schaden 72! Oh, jawoll! So, den nehmen wir mal in die Hand. Aber der ist langsam. Supermutantenschlechter! Haptischer Antrieb. Ja, da könnte ich eigentlich wieder ein Video machen. Ja, mache ich. Haptischer Antrieb. Ach, das ist das, was wir suchen müssen hier. Das ist wieder für die Gelehrter Halen. Okay. 308er Patrone. Schallgedämpft Impro-Gewehr. Wollen wir nicht. Aber der Hammer, der ist jetzt nicht so toll, weil der ist wirklich langsam. Aber so viel langsamer ist er vielleicht auch nicht. Und der macht 72 Schaden. Das alles wieder nur für die blöde Halen, oder was? Für die wiederholbaren Quests? Na toll. Action. So, sollen wir jetzt noch alles einsammeln oder gehen wir gleich weiter? Ich glaube, wir gehen gleich weiter, weil irgendwie bin ich jetzt etwas enttäuscht. Ich habe gemeint, da kommt jetzt Wunderweiß. Wunder was? Aber nein. Ja, Munition haben wir recht viel bekommen. Aber auch hier Munition total verballert. Ich glaube 300 hatten wir am Anfang. Und jetzt ist alles weg. Hallo. Ihr hättet mal ruhig darauf kommen können. Ja, raus, komm. Next Quest. Zumindest auf dem Weg können wir uns machen. Ich schaue jetzt mal nicht auf die Karte, sondern... was? 5, 22, 18. Hä?
Haben wir die Quest jetzt nicht geschafft? Okay. Finde den goldenen Grashüpfer. Warte mal, da muss ich mal schnell hier auf die Daten. Ah, lauter anderes Zeug. Der goldene Grashüpfer. Finde den goldenen Grashüpfer. Nix ehemaliger Partner Marty Bullen glaubt, dass sich eine Schatzkarte im goldenen Grashüpfer auf der befindet. Ich sollte mir das mal näher ansehen. Okay, dann muss ich doch nochmal rein. Damn it! Ich habe doch gewusst, dass ich da eigentlich was anderes machen musste. Das war, glaube ich, ein Zufallsfund. So, goldener Grashüpfer. Ach du Scheiße. Mal alles absuchen hier. Sagt halt Bescheid, wenn ihr einen goldenen Grashüpfer findet. Was soll denn bitte ein goldener Grashüpfer sein? Super geil. Super geil. Ah, da sind doch noch ganz schön viele Sachen. Da ist nichts, aber da liegt wieder was. Darf man nicht nehmen. Shit. Shit. Ja, mach dich sauber. Goldener Grashüpfer. Was könnte denn das sein? Das sind irgendwelche Klamotten. Da geht's auch nicht durch. Boah, komm. Ich schütze und diene. Steht da vielleicht irgendwas mit goldener Grashüpfer? Nee. Da ist wieder der Aufzug. Da hätten wir gar nicht von der Seite kommen müssen. Nee, auch nichts. Wie soll man denn hier in dem Gerümpel irgendeinen Grashüpfer finden? Hopp, Dog Meat. Warte mal, helf mir mal bitte jetzt. Dog Meat. Hey. Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Holen. Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Behälter, Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Dog Meat hat nichts gefunden. Ja. Gut, hier unten Deli Mart. Zigaretten. Haarbürste. Ein Schirm und eine Haarbürste habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Boah, da waren endlich mal Kronkorken. So, dann mal weiter. Ah, genau, hier. Ah, stimmt ja, den Raum. Den habe ich ja mal total vergessen. Wenn der jetzt da drin ist, dann beiß ich mir den Arsch. Aber sowas von. Das wär's. So, Vorkriegsgeld. Standard. Tato. Nicht euer Ehren. Ah. Ah, Experte. Ich darf's. Aber das war nicht Meister. Experte war's. Ja, gleich beim ersten Dreher. Patrone. Schrotpatrone. Oh, super. Gut, da ist auch nichts. Kupfer. Da haben wir auch nichts. Ja, da müssen wir doch nochmal rauf. Wo soll denn das sein, bitte?
raus. Da ist 23 Meter. Ach, genau, warum gehe ich nicht hier dem Zeug nach? Kapitänsmütze, cool. Eine schicke Haarbürste. Elf Meter. 10 Meter. Was? Ach, das sind auch wieder bloß die Ausgänge, oder was? Also sowas macht mich ja echt kirre. An der Uhr vielleicht irgendwas? Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ihr merkt schon, ich bin extrem am Grübeln, aber nee, finde ich nicht. Wo bitte ist hier ein Grashüpfer? Hey! Geh aus dem Weg. Grashüpfer! Hallo! Mutantenhund. Ach, Scheiße. Ach. Aufs Dach vielleicht mal rauf. Ja, sowas. Ein Dach. Aha. Da haben wir dann doch. Marty Bullfinch. Jetzt haben wir dann gefunden. Abgenutzter Filzhut. Und da ist es bestimmt drin. Auch nicht. Ich sag mal. Grashüpfer. Ja, aber wir haben dann doch. Leute. Den Bullfinch haben wir gefunden. Man muss doch jetzt hier irgendwo Impro-Pistole, Bierflasche. Na doll. Da sind wir hergekommen. So, ist die Quest erledigt. Finde den goldenen Grashüpfer. Nick Ehemann glaubt, dass sich eine Schatzkarte im goldenen Grashüpfer auf der Final Hall befindet. Ich sollte mir das mal näher ansehen. Im goldenen Grashüpfer. Ist das vielleicht die... Ach, da oben! Ja, geil! Haha! Nahrung für den Grashüpfer zusammengefügt. Nehmen. Ja, na endlich. Und sogar perfekt zum Ende von der Folge. Ja, Leute, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Ich lasse es mal für heute. Wo ist denn der? Vielleicht können wir noch ein bisschen ballern. Nö. Ja, tschüss. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Das war eine schwere Geburt auch wieder mal. Tschüss.